Wenn ich du wäre, würde ich nicht in die Nähe des Stadttors gehen. Dort laufen viele Leichen herum.
verstehen? Jetzt habe ich alles gesehen. Die Todwandler treten sich gegenseitig in die Hintern. Gefällt dir das? Was? Dieser hier spricht. Was zur Hölle bist du? Ein Lichen? Ein Zombie-Gelehrter? Wir kennen uns gerade mal ein paar Sekunden und schon beleidigst du mich. Wirklich charmant. Wenn du keiner von ihnen bist, was bist du dann? Ich bin ein unsterblicher, übernatürlicher Geist. Und du? Also bist du ein dunkler Eisfürst. Ich dachte, ihr seid größer oder so. Ich habe keinerlei Bezug zu dem Haufen billiger Beschwörer und würde nie mein Antlitz durch eine Zusammenarbeit mit ihnen beschmutzen, wenn es das ist, was du denkst. Ja? Verrottetes Fleisch, spitze Knochen. Für mich siehst du wie ein verfluchter Todwandler aus. Hallo? Hat dir nie jemand beigebracht, dein Buch nicht nach seinem Umschlag zu beurteilen? Du bist zwar jung, aber nutze deinen Verstand. Warum sollte ich meine eigenen Truppen angreifen, wenn du recht haben solltest? Alles, was ich sehe, ist, dass du nicht sehr lebendig erscheinst. Und das macht dich zu meinem Feind. Außerdem stehst du mir im Weg. Dieser rote Körper kann weitere Schläge nicht mehr aushalten. In all meinen 6000 Jahren habe ich nie eine solche Kraft erleben dürfen. Du scheinst so einmalig zu sein wie ich. Was ist die Quelle deiner Kraft? Wer bist du? Es ist ein Dämon in mir. Eine Kreatur der Flammen, die behauptet, vom Weltherz zu stammen. Faszinierend. Selbst wenn ich den Ausdruck Dämon für unangebracht halte. Aber ich muss zugeben, dass ich trotz meines umfangreichen Wissens keine Ahnung habe, was es sein könnte. In jedem Fall aber interessant. Ich bin vor Langeweile fast gestorben. Zu erforschen, was in dir ist, wird bestimmt sehr spannend sein. Nein, sag nichts. Ich komme mit dir. Ich kann es nicht erwarten, mehr über deinen Fall zu erfahren. Also, wie sollen wir unsere neue Freundschaft beginnen? Ich muss Karaltas betreten. Du scheinst dich hier auszukennen. Komm mit mir. Aber gern. Es gibt keinen besseren Führer als mich.
Ich kenne einen geheimen Weg, um Karaltas zu betreten. Matras, hast du ein paar Minuten? Ich habe eine ganze Ewigkeit. Wer bist du genau? Ich bin Matras. Unsterblich und einzigartig. Okay. Warum hängst du da nicht mit deinen Kumpeln, den Todwandern, rum? Zuallererst habe ich keine Kumpel. Dafür bin ich etwas zu alt. Und zudem finde ich die Annahme, dass ich irgendwas mit denen zu tun hätte, äußerst unangenehm. Ich habe nichts mit diesen Toten gemein. Ich existiere bereits seit 6000 Jahren und bin noch immer sehr lebendig. Danke. Ich gebe zu, dass dieser Körper etwas abgenutzt aussieht. 6000 Jahre alt? Hey, du siehst nicht älter aus als 250. Schmeichler. Allerdings habe ich heute Morgen einen Zeh verloren. Unabhängig davon sind diese Todwandler nichts weiter als durch Magie reanimierte Leichen. Wobei ich ein unsterblicher Geist bin, der seinen Körper wechselt, wenn der alte abgenutzt ist. Da gibt es gar keine Gemeinsamkeiten. Das ist nicht dumm. Das erlaubt dir, einen Einfluss auf die Welt zu behalten. Genau. Ich gebe diesen Körpern ein zweites Leben. Das sie nicht gehabt hätten, würden sie tot bleiben. Obwohl sie heutzutage sehr wahrscheinlich wieder erweckt würden. Ich würde dir gern ein paar Fragen stellen. Warum bist du nach Karaltas gekommen? Warum nicht? Es gibt eine Sache, die du über die Ewigkeit wissen solltest. Sie kann ziemlich langweilig sein. Also versuche ich mein Bestes, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Dort, wo der größte Spaß ist. Spaß? Du empfindest das als Spaß? Nun, ablenkend, wenn dir das besser gefällt. Was erwartest du? Mir ist langweilig. Das Ende der Welt will ich nicht verpassen. Was weißt du über die Todwandler? Abgesehen davon, dass sie eine Anhäufung von Leichen mit schlechtem Geschmack sind, die durch Magie ins Leben gerufen wurde? Ich kann dir sagen, dass die Macht, die für ihre Erschaffung und ihr Fortbestehen notwendig ist, weit über die Fähigkeiten deiner Freunde geht. Und da es ihnen nicht möglich scheint, irgendeine Strategie zu ersinnen, werden sie definitiv aus einiger Entfernung gesteuert. Was zu dem Schluss führt, dass ihre Herren, die dunklen Eisfürsten, ziemlich mächtig sind. Etwas, das schwer zu glauben ist, wenn man bedenkt, dass sie mit der gleichen Inkompetenz begannen wie ihre Brüder, die Roten Weisen. Hast du in deinen 6000 Jahren eine vergleichbar ausweglose Situation erlebt? Ehrlich? Nein. Ihr seid sozusagen am Arsch. Oder zumindest die Sterblichen. Aber du trägst etwas in dir, was die Situation verändern könnte. Und es ist dieses vermeintlich unscheinbare Detail, dieses Flügelschlagen eines Schmetterlings, welches das derzeit drohende Schicksal der Welt verändern kann. Dieser Dämon, wie du ihn nennst, ist nie zuvor in der Welt erschienen. Weder er noch seine Art. Wenn es so wäre, wüsste ich davon. Glaub mir. Daher gibt es trotz der scheinbar ausweglosen Situation einen Grund für einen kleinen Hoffnungsschimmer. Allerdings nur, wenn du selbst das Desaster aufhalten willst. Nun, das ist beruhigend. Hast du eine Ahnung, wer ich bin? In all meinen Leben habe ich niemanden wie dich gesehen. Selbst der Begriff Dämon scheint nur dazu da, um Verwirrung zu stiften. Ich habe echte Dämonen gesehen. Als ich noch lebte, war ich ein Kriegstrommler bei den Zwergen. Zwerge sind nur eine Legende. Du willst mich verspotten.
Es wäre ungehobelt, jemanden auf so einfache Weise zu verspotten. Also, die Zwerge haben existiert und ich war einst einer von ihnen. Sie haben die kleinen Kreaturen in ihren enormen Schmieden benutzt. Es waren kleine rote Kreaturen mit winzigen Hörnern und heißer Luft über ihnen. Ihnen konnten die Flammen nichts anhaben. Die Zwerge nannten sie Dämonen. Du ähnelst ihnen etwas, bist nur viel größer. Und du hast eine sehr viel stärkere Beziehung zu Feuer. Ich glaube, dass diese Beziehung zu Feuer kein Zufall ist. Du bist ganz klar eine Waffe. Und deine Aufgabe ist es, die dunklen Eisfürsten zu stellen. Es ist gut möglich, dass du den Versuch darstellst, die Kräfte der Natur auszubalancieren. Aber ich weiß nicht, welches Wesen dahinter steckt. Wir reden später.